Am Freitag, dem 27. November, machten sich rund 40 SCM-Fans auf den Weg nach Ungarn. Nach 16 Stunden Busfahrt wollten sie ihren SCM für die nächste EHF-Cup-Runde anfeuern. Mit einem 42:37 Heimsieg und einer knappen Niederlage im Rückspiel gegen Xurgoy KK schaffte es der SCM, sich für die Gruppenphase des EHF-Pokals zu qualifizieren. Die Gruppenphase wird im Februar und März 2016 ausgetragen. Die Gegner sind diesmal BM Granollers aus Spanien, Dynamo Bukarest aus Rumänien und Aalborg Handball aus Dänemark. SCM-Kapitän Fabian van Olfen bedankte sich noch in Ungarn bei den mitgereisten Fans. In unserer Situation ist das auch nicht einfach, aber ich stehe ja immer zu uns und das ist mir auch sehr zu schätzen. Und da möchte ich mich im Namen der Mannschaft auch echt ganz herzlich für bedanken. Und wir brauchen die Unterstützung, um weiter erfolgreich zu sein. Und ihr seid ja immer für uns da, immer positiv und da freue ich mich sehr. Auf dem Rückweg entdeckten die Fans Robert Webers eventuell zukünftiges zweites Standbein. Am Samstag, dem 5. Dezember, geht es aber für den SCM in der Bundesliga weiter. Zu Gast ist die Mannschaft aus Eisenach. Bisher hat der SCM alle 8 Heimspiele seit 1997 gegen Eisenach gewonnen. Der letzte und höchste Heimsieg war am 18. Mai 2014. Hier gewannen die Magdeburger mit 35:20.